Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im TSW 2. Wir fahren heute mal mit der Baureihe 212 der Deutschen Reichsbahn. Hier als weiße Lady unterwegs, ja, heute im Güterverkehr. Wir stehen hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr, stehen hier, glaube ich, bei. Ich glaube, das müsste irgendwo bei Bochum sein, oder? Gucken wir mal. Ja, doch, das ist irgendwo bei Bochum. Genau, wir stehen hier in Bochum-Ehrenfeld und sind auf dem Weg in Richtung Duisburg. So, wir haben schon Fahrt, aber wir müssen hier die Kiste noch aufrüsten. Ich würde auch gerne den Stromabnehmer wechseln. Daher nehmen wir erstmal den Hauptschalter aus. Geht das nicht? Achso, ich glaube, man macht erst den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Oder reicht es in Neutralstellung? Probieren wir es mal aus. Neutral. Und jetzt. Ja, okay, Vorwärtsstellung. Immer noch 15 km/h. Komisch, komisch. Ja gut, dann Stromabnehmer runter. Ja, jetzt sind wir bei 0. Vielleicht ist das auch wirklich so. Okay, dann gehen wir in den Maschinenraum. Gehen mal hier runter. Gehen mal in die mittlere Zugart. PZB-Hauptschalter auf an. SIFA-Störschalter. Ach, lassen wir die SIFA heute aus. Keine Lust auf die SIFA. Batterie ist an. So, Stromabnehmer würde ich dann gerne den vorderen haben. So. Dann setzen wir uns wieder hier hin. Stromabnehmer hoch. Jawohl, 15 km/h. Und Hauptschalter rein. Ich hoffe, das hat geklappt. Stromabnehmer ist auf jeden Fall jetzt der richtige oben. Hervorragend. Also der richtige, weil ich das einfach mal sage, dass das der richtige ist. So, Trafolüfter machen wir an. Zugsammelschiene aus. Signallichter gehen wir auf. Ich kann es gar nicht erkennen. Da. Ah, das passt. Führerstandsbeleuchtung. Nehmen wir erstmal die. Dann lassen wir es bei der schwachen. Okay, Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung, Lokführerpultbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung an. So, unsere PZB funktioniert. Sehr gut. Hier können wir nichts einstellen. Komisch, bei der 143 kann man zumindest diesen oberen Taster noch benutzen. Scheibenwischer brauchen wir nicht. Direkte Bremse. So. Bremsschlüssel auf an. Ziehen wir mal die Lokbremse an. So. Ich glaube, Führerstandsbeleuchtung können wir ausmachen. LZB aus. Ach, hier können wir die LZB anmachen. Aha. Das wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. So. Hier ist nichts, was wir in irgendeiner Form uns angucken können. Ja gut, Ampere-Anzeige und Kilovolt haben wir ja da. So, Führerstandsbeleuchtung mache ich mal wieder aus. Ich glaube, das passt auch schon ohne. Dann würde ich sagen, Lokbremse lösen. Gehen mit dem Geschwindigkeitswähler auf an. Gehen mal hier so auf 40% auf 40% Zugkraft und schalten mal die Fahrstufen hoch. Gib mal Fahrstufe 5. Oh, ich glaube, das ist schon zu viel, ne? Also jetzt hier
Wenn wir mal die Ampernadel betrachten, ich weiß halt nicht, was hier das Limit ist bei der Lok. Aber geben wir mal nicht höher als 450. Ich glaube, das ist ein ganz guter Wert. So, wir können uns auch befreien. Machen wir. Hauen mal noch eine Fahrstufe rein. Wir dürfen, wenn wir den weichen Bereich. Oh, wir müssen jetzt schon. Wir durften hier nur 25 fahren. Ach, wir sind ja jetzt gerade natürlich nur eine Rangierfahrt. Ja, gut. So, dann dürfen wir 100 fahren. 160 sogar. Hier steht zwar 120 sei das Limit der Lok, das stimmt aber gar nicht. Hier 112 kann 140 fahren. Unsere Wagen lassen 120 zu und die PZB lässt sowieso auch nur 120 zu. Von daher würde ich mal behaupten, können wir auch gut die 120 ausfahren. Das müsste eigentlich klappen. So, nächste Fahrstufe. Wir kratzen hier die ganze Zeit bei den 450 Ampere. Wie gesagt, ich kenne das Limit hier nicht. Ich sage jetzt einfach mal, wir sollten besser nicht 450 überschreiten. Es passiert zwar, denke ich, nichts. Also ich glaube nicht, dass der Hauptschalter dann irgendwie rausfliegt oder so. Aber wir können es ja wenigstens versuchen, es in irgendeiner Form realistischer zu machen. So, dann würde ich sagen, ja, wobei wir sind noch nicht ganz bei den 120 angekommen. So, es geht leicht bergab. Wir lassen die Fahrstufen runter. Dann nehmen wir hier den Geschwindigkeitsfehler und stellen mal auf die 120 ein. Genau. Und jetzt nehmen wir das Fahrprogramm nur fahren. Heißt also, die Lok müsste jetzt automatisch. Leistung auf- und abschalten. Genau, das tut sie auch. Ja, wir sehen es, Fahrstufe 1 wird jetzt hier wieder reingeschmissen, Fahrstufe 2. Leider haben wir hier keine funktionierende Anzeige für die Temperatur. Das wäre natürlich auch ganz cool.
Fahrstufe 5. Ja, nachdem ich meine Liebe gewonnen habe für die 143 und 112, macht mir das mittlerweile richtig viel Spaß, an diesen beiden Loks zu sitzen. Ich habe mich, glaube ich, lange vor diesen Loks so ein bisschen verwehrt, weil ich nicht zu 100% wusste oder mir zumindest nicht sicher war, wie man sie steuert, sondern hier einfach immer diesen Geschwindigkeitsfehler reingehauen und ab geht da der Peter. Fand ich irgendwie nicht so cool. Aber jetzt, da man so ein bisschen weiß, wie das Ganze gedacht ist, ist das dann doch nochmal was anderes. Und das macht halt wirklich viel Spaß. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, dann diese ja, die Hilfssteuerung aktiver zu benutzen. So, ich würde sagen, noch ein bisschen mehr Zug und Bremskraft rein, weil wir zu langsam sind, meiner Meinung nach. 140 angekündigt. Hier durch Essen-Kai Süd. Aha. Hier steht, glaube ich, in Realität ein Aldi. Und was das ist, ne, ist auch egal. So, wir haben da gleich die Ankündigung auf 100. Also nehmen wir mal den Geschwindigkeitswähler auf an. Gehen mal auf nur Bremsen. Nee, das wollte ich nicht. Jetzt hat er mich, glaube ich, runtergebremst auf die 0, ne? Auf das. Ja doch, ja. Dann gehen wir mit dem Geschwindigkeitsfehler auf die 100 runter. Oh, wir haben sogar Halt zu erwarten. Dann können wir da ruhig den Geschwindigkeitswähler ausschalten und stattdessen die Zugbremse benutzen. Na komm, unterschalte die 70, jawohl. Ach, das Signal ist umgesprungen. Ach so, ach. Geschwindigkeitsfehler auf an. Fahrstufen hoch. So, wir haben freie Fahrt zu erwarten. Okay, doch nicht. Und wir haben halt zu erwarten. Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört?
Dann brausen wir einmal durch Essen Hauptbahnhof durch Gleis 1. Schön, wie da der Panto runtergeht. So, dann haben wir, glaube ich, freie Fahrt, ne? Ja. Also erhöhen wir die Fahrstufen. Da schon wieder dieses Geräusch. Das klingt nicht gesund. Haben wir zu viel auf einmal aufgeschaltet? Oh. Ja, vielleicht weil wir mit dem Zug- und Bremskraftfehler noch bei 80% sind. Also dieses Schild ist in Realität viel größer. Viel größer. So, dann können wir eigentlich wieder gleich unsere 120 ausfahren. Vorbei an Essen West da drüben. Hier links, das ist die Bahnhofshalle von Essen West. Nee, gar nicht. Das ist das Weiße Haus. Das hier ist die Bahnhofshalle von Essen West. Jedes Mal dieses Vorsignal. Jedes Mal, wenn ich dann vorbeifahre, denke ich, das gilt für mich. Das stimmt aber gar nicht. So. Ein bisschen Fahrstufen können wir wieder runterlaufen lassen. Kann aber dafür so ein bisschen hier die Leistung erhöhen. Vorbei an Essen-Vornhausen. Können doch noch ein paar Fahrstufen reinhauen. Wir haben noch ein bisschen, ein paar Kilometer vor uns. So. Ich denke mal, das reicht. Dann sind wir gleich wieder bei den 450. Ja. Kommt hin. Dann nehmen wir mal den Geschwindigkeitsfehler und setzen den auf 120 und gehen mit dem Fahrprogramm auf nur fahren. So, dann laufen jetzt hier die Fahrstufen automatisch wieder runter, weil wir uns den 120 annähern. Die haben wir dann auch just noch nicht ganz erreicht, aber gleich. Ups. Notbremse. Nee, danke. Dann mit dem Zugkraft. Fehler ein bisschen hochgehen. Da kommt ein Dosto nach 146. Und in 6 Kilometern halten wir dann an. Das müsste, ist das Duisburg schon dann? Ja doch, ich glaube schon. Weil wir sind ja jetzt gerade am Mühlheim vorbeigefahren. Vielleicht kommt uns noch ein Intercity entgegen. Das wäre cool.
Ja, wobei neben warte, Mülheim Hauptbahnhof kommt ja jetzt gleich noch. Fahrstufen runter. Ach, nee, Programm löschen. Fahrstufen runter. Nein. Ich habe doch das Signal bestätigt. Ich habe doch das Signal bestätigt. Daher verstehe ich nicht so ganz, warum ich sofort eine Zwangsbremsung bekommen habe. Was habe ich da irgendwas anderes übersehen, was ich noch hätte bestätigen müssen? Offensichtlich. So. Na, was ist? Na, warum willst du keine Leistung aufschalten? Ah. Fahren wir oder rollen wir? Wir rollen. Ich will eigentlich nicht rollen. Ich würde schon gerne selbst fahren. Ja, geht doch. So, aber aufpassen, wir sind noch in der 500 Hertz-Beeinflussung. So, dann können wir jetzt wieder hoch mit der Leistung. Ja, das war zu viel. So. Das ist gut. Ja, verstehe ich jetzt wirklich nicht, warum da jetzt, warum ich bei der 1000 Hertz-Beeinflussung eine Zwangsbremsung bekommen habe. Ich habe doch das Signal bestätigt. Oder habe ich es zu spät bestätigt? Ah, es kann natürlich sein. Egal, haben wir ein bisschen extra Fahrzeit. Mülheim Hauptbahnhof dürfen wir damit 100 km/h durchbrausen. Vorsignal ist grün. Ich finde es auf jeden Fall tausendmal angenehmer, dass hier dann die Ampere-Anzeige ist. Anders als bei der 143, wo die hier oben ist, wo man kaum was gesehen hat. Wobei hier bei diesen Lichtverhältnissen, dieser Lok, könnte man was erkennen. Aber in der 143 ist die Führerstandsbeleuchtung leider nicht so programmiert, dass hier oben auch was ausgeleuchtet wird, dooferweise. Daher ist das
Ja, schwierig. Jetzt kommt die nächste Zwangsbremsung. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon kommen. Das wird die nächste Zwangsbremsung. Oh, ich glaube nicht, dass wir die 70 frühzeitig früh genug erreichen. Oh, das wird nichts. Das wird nichts. Ach, Glück gehabt. Eieiei. Ei, da, daus. So, Ankündigung auf 40 war, ja. Müssen wir jetzt nicht bestätigen, habe ich jetzt aber trotzdem mal gemacht. Auf 40 sind erreicht. Also ich finde es halt schön, wie viel auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr einfach los ist. Ne? Also von. Ich glaube, Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist, wenn man alle anderen Lok-DLCs so hat, die man so braucht und alle Strecken, ist Hauptstrecke Rhein-Ruhr schon Rush Hour gewesen, noch bevor es Rush Hour gab. Also Hut ab, der Fahrplan ist schon richtig gut. Das Einzige, was hier halt wirklich fehlt, das sind nur noch ICEs. So ein ICE3. Passt ja auch sehr, sehr gut auf dieser Strecke. Fahren ja auch Dutzende am Tag zwischen Duisburg und Essen und auch zwischen Bochum und Essen. Das wird auf jeden Fall der Strecke dem Fahrplan extremst gut tun. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Mal schauen. Da vorne müssen wir anhalten, wir sehen es schon. Wir haben einen kurzen Güterzug. Ja, das passt schon. Das Repaint gibt es übrigens zum Download im Rails im Forum, habe ich glaube ich vergessen zu erwähnen. Und da vorne müssen wir dann anhalten. Hertz Magnet. Jawohl. Und na, noch nicht stehen bleiben. Komm schon lock. Die letzten paar Meter noch bis zum Signal ran. So, das reicht auch schon. Ja, wobei, ich. Kann ich, wenn ich den bedingten Auslauf aktiviere? Ich muss mir das mal angucken, was der bedingte Auslauf war. Und wie der funktioniert. Habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber das passt auch schon. Dann halten wir jetzt an. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. TSW möchte echt, dass wir bis hierhin vorrücken. Oh, das wird aber knapp. Naja. Good job, TSW. Na, Bremszylinder ist noch. Okay, so. Na. Okay, da steht zwar, dass wir da jetzt Leistung aufgeschaltet haben, aber bewegen
Darauf hat die Lok keine Lust mehr. Ist fast so wie ich. Da, jetzt geht's. Das ist aber echt eng mit der Haltemarkierung hier, ne? Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So, jetzt müssen wir echt anhalten. Aha, also in Realität wird man das wirklich nicht machen. Ja, geht doch. Juti, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr darauf Lust habt. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.